Hallo liebe Leute, bevor ich euch im Folgenden den Zusammenschnitt der Berliner Runde in der ARD von 1920 am Tag der Hamburgwahl zeige, ein kurzes Vorwort. Die Berliner Runde ist wirklich schwer erträglich. Es ist schwer erträglich, sie anzugucken. Die Zitate von den Altparteienleuten, es ist wirklich einfach nur ekelhaft. Man möchte sofort abschalten. Ich hätte es mir jetzt einfach machen können und hätte einfach nur von Bernd Baumann die Ausschnitte nehmen können und den Rest löschen können. Die anderen hätten es auch verdient, dass man sie nicht zeigt, dass man sie löscht. Aber es ist so, dass wir Leute, die keine ÖR mehr konsumieren oder konsumieren wollen, dass wir nicht mehr mitkriegen, was in den Öffentlich-Rechtlichen läuft. Und um zu zeigen, wie schlimm es ist, auch als Warnung, dass die AfD da dringend was machen muss, weil es einfach so aufrüttelnd ist, auch für mich, zeige ich euch die Hetze, die hier passiert. Sie machen wirklich das extremste Framing. Sie framen die AfD da jetzt ganz offen als Nazis, ohne jede Hemmungen. Und sie wiederholen das und die Gefahr ist, dass die Leute das alle glauben. Und damit, das kann man gar nicht glauben, dass das irgendwie funktioniert, aber wenn man es sieht, es ist schrecklich. Man kann es als Nicht-Konsument der Öffentlich-Rechtlichen schwer nachvollziehen, aber ich denke, dass diese permanente Wiederholung, und weil es scheinbar von allen kommt, dass die Leute sich nicht mehr sachlich denken, sondern sich denken, sie sagen es alle, und sie haben ja ein paar Zitate, also stimmt es. Das ist nicht zu unterschätzen. Wie Baumann hier reagiert hat, ist ja solide, aber ihr könnt euch ja selbst ein Urteil bilden. Ich werde nachher noch eine Analyse machen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Also erstmal hoffe ich, dass ich mich heute vielleicht sogar dreifach freuen kann. Und wenn die Parole Nazis raus sich in Hamburg vielleicht sogar erfüllt und die geistigen Brandstifter der AfD heute aus dem ersten Landesparlament rausfliegen, dann wäre das ein sehr gutes Signal auch für das politische Klima in diesem Land. Aber da warten wir jetzt mal die Entwicklung am Abend ab. Und ich sehe diesen Widerspruch, den Sie gerade aufgemacht haben, überhaupt nicht. Wir haben in den letzten Wochen entschieden, wie die Parteiführung aussieht. Die Hamburger haben schon letztes Jahr deutlich gemacht, sie werden sich auf die Hamburger Themen konzentrieren. Das ist eine Landtagswahl. Sie werden die Hamburger Themen, das Hamburger Personal in den Vordergrund stellen. Wir waren immer im engen Austausch. Es waren einige von uns auch da, haben unterstützt. Aber es war klar, es geht um Hamburg. Und so haben wir diesen Wahlkampf auch geführt und so haben wir ihn heute gewonnen. Aber noch mal kurz muss man schon sagen, die Bundesspitze war explizit nicht willkommen in Hamburg. Und der Kurs von Herrn Tschentscher, wirtschaftsfreundlich, pragmatisch, ist ja schon ein anderer als der Spitze jetzt. Also ich freue mich über diesen Wahlsieg und da freut sich die ganze Partei drüber, auch die Bundesspitze, das kann ich Ihnen vergewissern und kann Ihnen wirklich sagen, dass wir alle mit Peter Tschentscher in den letzten Wochen gefiebert haben. Das war ein grandioser Schlussspurt und jetzt gucken wir, welche Konsequenzen wir für die Bundestagswahl daraus ziehen können. Die Geschlossenheit, die wir in den letzten Wochen hatten, auch auf Bundesebene, diese klare Haltung gegen rechts, die wir in den letzten Wochen hatten, die hat auch unterstützt in Hamburg. Aber nochmal, die Wahl ist in Hamburg gewonnen worden mit einem klaren Kurs, mit einer klaren Wahrnehmbarkeit auch in Themen, mit einer klaren Führung und das übernehmen wir jetzt alles für die Bundesebene und dann können wir okay. Bei der Bundestagswahl auch erfolgreich abschneiden. Freuen werden sich auch und können sich auch die Grünen, Michael Kellner, auch wenn sie eigentlich ja angestrebt hatten, Platz 1. Hat sich doch wieder gezeigt, dass man Umfragen schneller gewinnt, als dann wirklich an der Urne noch stimmen? Ja, wir haben nach Gold gegriffen, um Silber zu erreichen. Das war für uns das zweitbeste Wahlergebnis bei einer Landtagswahl, die wir als Grüne hier erzielt haben. Es ist also ein Grund für eine Freude in einer ja wirklich ganz furchtbaren Woche. Wir haben diesen furchtbaren rassistischen Anschlag in Hanau erlebt, wirklich gezielte Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die für Hass und Hetze in diesem Land verantwortlich sind, wenn diese Quittung in Hamburg erhalten würden. Das wäre ein Zeichen, ein schönes Zeichen aus Hamburg. Ich will aber auch sagen, wir haben gesehen in Hamburg auch eine Quittung für eine CDU, die meines Erachtens in den letzten Wochen sehr verantwortungslos zu Thüringen gehandelt hat. Und die CDU erinnert an den HSV, er ist nur noch zweitklassig in Hamburg. Und ich glaube, dass wir eines doch alle als Parteien hinbekommen müssen, diese Brandmauer nach rechts außen zu halten, die Tore nach rechts außen geschlossen zu halten. Darum geht es doch und darum geht es eben auch darum,
dass wir in Thüringen zu einer stabilen Regierung kommen. Und dazu sind alle demokratischen Parteien aufgerufen. Also auch das ist nach dieser Woche, glaube ich, wichtig, dass wir darüber reden. Aber insgesamt freue ich mich natürlich über unser sensationelles Ergebnis. Ja, sind viele Mitglieder jetzt verunsichert? Erstens in der Frage, wie es jetzt weitergeht in der CDU. Es gab das Verhalten in Thüringen. Es gab zu Recht viel Empörung in der CDU, dass ein Ministerpräsident gewählt werden konnte mit Stimmen der AfD und dann eben auch mit Stimmen unter anderem auch der Union. Das ist richtig und trotzdem bleibt es richtig. Es ist ein ganz persönlicher Sieg des Amtsinhabers in Hamburg gewesen. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, auch die CDU in den vergangenen Monaten in Hamburg hatte. Es war eine schwierige Ausgangslage. Die Wahlumfragen waren schon sehr, sehr schlecht. Und jetzt kamen noch die Umstände in Thüringen und die Debatten innerhalb der CDU hinzu. Insofern ein schwieriges Ergebnis für uns. Da brauchen wir überhaupt nicht drum herum zu reden. Aber dann noch mal konkret die Frage. Auch in der Bundesspitze herrscht ja nicht nur wirklich Durchsetzungsfähigkeit. Die Parteichefin hat sich nicht durchsetzen können in Thüringen. Sie haben gestern noch mal eine Diskussion aufgemacht, die im Landesverband in Thüringen, Zitat, zur Kenntnis genommen wird. Was muss da passieren? Ich habe keine Diskussion aufgemacht. Ich bin einfach bei meiner Linie geblieben. Aber Sie haben sich nicht durchsetzen können. Wir haben, das warten Sie mal ab, wir haben von vornherein klar, übrigens auch vor den Wahlen gesagt, für uns gibt es aus ganz unterschiedlichen Gründen keine Zusammenarbeit mit der AfD, aber auch keine Zusammenarbeit mit den Linken. Rot-Rot-Grün hat bei dieser Wahl keine Mehrheit bekommen. Und deswegen halte ich es für falsch, aus Grundüberzeugung heraus, Herrn Ramelow wieder in das Amt des Ministerpräsidenten zu verhelfen mit den Stimmen der CDU. Ohne jetzt Thüringen auszuweiten, aber die Nachfrage müssen Sie mir noch gestatten. Bitte. Wenn Sie sagen, warten Sie ab, was heißt das konkret? Werden Sie sich durchsetzen in Thüringen? Können Sie das? Also es ist doch eindeutig, wie die Stimmung übrigens nicht nur in der Bundesspitze, sondern auch in der Mitgliedschaft der CDU ist. Die CDU-Mitglieder wollen keine Wahl von Herrn Ramelow als Ministerpräsidenten. Und darüber sind wir permanent ja im Gespräch, auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Thüringen. Und wenn Sie sich die Äußerungen heute auch anschauen, dann geht das genau in diese Richtung. Jörg Schindler, ich spiele den Ball oder bleiben wir kurz in Thüringen. Wird es dabei bleiben, dass sich Bodo Ramelow am 4. März zur Wahl stellen wird, auch wenn die CDU ihm keine Stimme geben wird? Davon gehe ich aus. Aber wenn Paul Ziemiak sagt, dass das so sein soll, wie er sich das vorstellt, dann muss er seine Abgeordneten dazu bewegen, Neuwahlen zuzustimmen. Und dann sollen die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen entscheiden, wer tatsächlich Ministerpräsident in Thüringen sein soll. Davor haben wir keine Scheu. Das wäre die demokratischste Entscheidung. Und insofern, wenn das so ist, dann soll es so sein. Frau Teuteberg, für die FDP war diese Landtagswahl eine besondere. Sie war ein Stresstest nach dem Zickzackkurs und nach dem sich in Thüringen, um das auch nochmal zu sagen, eben zunächst ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Er ist dann zurückgetreten. Ihr Parteichef hat sich dafür entschuldigt. Aber nichtsdestotrotz ist das heute auch eine Quittung für diesen Kurs. Die Ereignisse in Thüringen waren eine Belastung für den Wahlkampf. Sie waren aber nicht der einzige Grund dafür, dass es ein schwieriger Wahlkampf war. Und vor allem wurde ja schnell Klarheit geschaffen. Nicht nur mit markigen Worten, sondern damit binnen 24 Stunden Klarheit zu schaffen. Und wir haben uns bemüht, und das gemeinsam in diesem Wahlkampf zu zeigen, dass es einen unveränderten, klaren Kurs gibt der FDP, die nichts gemein hat mit der AfD, und dafür zu werben, was bürgerliche Politik ist, was Hamburg braucht als eine weltoffene und wirtschaftlich starke Stadt. Und wir brauchen heute die sprichwörtlichen starken Nerven wieder, weil wir abwarten müssen, ob es für den Einzug in die Bürgerschaft reicht. Aber wir danken den Bürgerinnen und Bürgern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, und werden dafür weiterarbeiten. Aber noch mal eine Nachfrage an der Stelle. Sie sagen, wir haben für Klarheit dann ganz schnell gesorgt. Anscheinend ist es doch nicht so klar, denn Jörg Schönborn hat in unserer Wahlsendung gesagt, 66% der Hamburger Befragten wünschen sich ein überzeugenderes Führungspersonal in der Bundes-FDP. Und das war eine neue Umfrage nach den Ereignissen in Thüringen. Also passieren, es könnte nämlich sein, und im Moment sieht es so aus, dass die AfD das erste Mal wieder aus einem Landesparlament rausfliegt. Wie erklären Sie sich das schwache Abschneiden? Hamburg war für uns immer das schwierigste Pflaster. Es ist die linksgrüne Hochburg der Republik überhaupt.
Hier haben Linke, Grüne, SPD, der Linksblock zusammen 73%. Wenn man noch zurückblickt, September in Sachsen hatte dieser Linksblock zusammen 27%, alle drei Parteien zusammen, da hatten wir 27,5. Da sehen Sie, wie unterschiedlich die Milieus sind. Hamburg ist eine linksgrüne Aber Stadt. Die Schill-Partei hatte 19% in den Umfragen vorneweg, waren 17% der Hamburger, die gesagt haben, wir könnten uns AfD vorstellen. Das ist ja dramatisch abgerutscht. Da gab's ja Können von Sie das vornherein nur auf jetzt das schwierige Hamburger Pflaster schieben? Natürlich hat das mit dem Hamburger Pflaster zu tun. Nur ein Beispiel. Alle Parteien, die hier sitzen, haben unzählige Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Wir wollten auch 30 machen in den Bezirken. Wie viel konnten wir machen? Die AfD konnte keine einzige Wahlkampfveranstaltung machen, weil ein linksgrüner gewalttätiger Mob die Wirte unter Druck gesetzt hat, das nicht zu tun. Auch die, die uns gewogen waren, die kennen wir ja. So sieht das aus in Hamburg, so ist das Problem. Und da kam natürlich noch die größte Medienkampagne jetzt in den letzten Tagen dazu, sozusagen, die uns mit den furchtbaren, entsetzlichen Morden von Hanau irgendwie in Verbindung bringen wollten. Und alles zusammen hat dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen... Herr Baumann, Sie sagen jetzt wieder die AfD in der Opferrolle, aber bleiben wir mal bei Hanau. Das ist doch interessant, dass es heute eine ganz erhebliche Änderung in der Kommunikationsstrategie Ihrer Partei gibt, weil auf einmal Herr Meuthen, der das vorher anders gesagt hatte, und Herr Kupala plötzlich von rassistischem Verbrechen sprechen und auch sagen, das Motiv sei ganz klar Ausländerhass gewesen. Ist das eine späte Überzeugung oder ist das der Versuch einer Schadensbegrenzung? Das ist überhaupt keine Veränderung. Es ist völlig klar, dass weltweit es einen extremen rechten Terrorismus gibt, furchtbarster Art, von Norwegen, Breivik bis Neuseeland, Christchurch, USA. Und da einzelne Spinner am Internet sitzen und sich da einklinken und mittun, das ist eine Gefahr, die wir sehen Aber müssen. Herr Gauland und Herr Meuthen hatten das bestritten. Und seit jetzt in einem Brief an die Partei haben sie sich korrigiert. Die haben das überhaupt nicht bestritten. Doch. Es gibt diesen Terrorismus, ist keine Frage. Was die bestritten haben, zu Recht bestritten haben, dass ein Täter, von dem der Chef des Bundeskriminalamtes sagt, der hätte schwere psychotische Störung. Das heißt, der ist nicht zurechnungsfähig. Mhm. Wenn er noch leben würde, käme der nicht ins Gefängnis, sondern in eine sozusagen psychiatrische Anstalt unter Verwahrung. Das haben Sie gesagt. Ja, aber Sie haben es ausgeschlossen und das muss ich ja nicht ausschließen. Deshalb spiele ich das jetzt mal rüber an Sie, Herr Blume. Wenn wir jetzt alle seit spätestens seit dem Terror in Hanau darüber sprechen, was der gesellschaftliche Nährboden ist, dass in der Tat Menschen, auch wenn sie psychische Probleme haben, dann zu solchen Taten schreiten. Glauben Sie, sagen Sie, die AfD hat eine Mitverantwortung, eine Mitschuld für diese Taten? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir müssen uns ja nur mal anschauen, was in unserem Land sich verändert hat. Und wenn ich wenige Tage vor den schrecklichen Ereignissen in Hanau lese, höre, sehe, dass beispielsweise eine Fraktion in einem deutschen Land von der AfD ein Malbuch für Erwachsene in Anführungszeichen veröffentlicht, mit schwersten rassistischen Entgleisungen. Ich habe immer gesagt, das ist kein Malbuch für Erwachsene, es ist ein Malbuch für Nazis. Der kann sich jetzt nicht frei machen davon, dass er mit all diesen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Umtrieben, mit Hass und Hetze und auch mit Terror nichts zu tun hat. Selbstverständlich hat die AfD in den letzten Monaten und Jahren den geistigen Nährboden dafür bereitet, dass solche Dinge überhaupt passieren können. Und insofern ist Hamburg natürlich glücklicherweise eine demokratische Quittung für dieses geistige Brandstiftertum, was von Ihrer Seite hier in unserem Land betrieben wird. Ich freue mich, dass da es gelingt, ein demokratisches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist auch wichtig, dass insgesamt die Parteien in Deutschland in dieser Frage zusammenstehen und keine Partei hier in Zweifel aufkommen lässt, was der richtige Umgang damit ist, nämlich klarste Abgrenzung und Bekämpfung der AfD, die dieses Gedankengut verbreitet. Dann vielleicht noch ganz kurz, Herr Baumann, weil Sie sagten, ja, können Sie jeden am Tisch fragen. Ja, natürlich. Politischer Wettbewerb. Nein, das ist nicht politischer Wettbewerb. Ich möchte von Ihnen nur einen Satz wissen. Bezweifeln Sie, dass aggressive Worte zu Taten führen? Ich bezweifle nicht, dass Worte zu Taten führen bei bestimmten Leuten, aber ich bezweifle, dass die AfD die größte Oppositionspartei-Fraktion im Bundestag irgendwas zu tun hat mit rechtsextremistischen Straftaten. Aber Sie hätten gegen Shisha-Bars, dann müssen Sie sich wundern, natürlich wenn dann darauf müssen die Anschläge großen Probleme des Landes angesprochen werden. 6 Millionen Wähler haben uns ja deswegen gewählt. Wir haben offene Grenzen, wir haben eine Massenmigration, wir haben Parallelgesellschaften, wir haben Clans. Das muss man deutlich benennen.
Es gibt diese internationalen terroristischen Spinner und mit denen haben wir gar nichts zu tun. Die Opposition im Bundestag lässt sich den Mund tot machen. Und das noch aufgrund eines solchen Anlasses, wenn ich nur dran denke, Frau Hasse, nur die Mutter mit zwei kleinen Kindern, die jetzt nicht nach Hause kommt und die sitzen zu Hause und schreien und weinen und die Mutter kommt nicht wieder. Und so ein Anlass zu missbrauchen für kleine parteipolitische Münze, das ist das Entsetzliche in der Republik. Ich glaube, und ich spiele das jetzt an Sie weiter, Herr Klingbeil, dass niemand hier etwas missbraucht. Und wir uns jetzt fragen, was für Konsequenzen müssen denn gezogen werden jetzt aus dem, was da passiert ist. Und in dem Kontext hatten Sie gesagt, in Hanau hat einer geschossen, aber viele haben ihn munitioniert. Sie fordern jetzt, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Und viele Parteien oder viele Stimmen anderer Parteien schließen sich dem an. Haben Sie denn etwas an Hinweisen, Anhaltspunkten, kennen Sie die, dass die Behörden so entscheiden werden? Denn das entscheidet ja nicht die Politik, sondern das tun ja der Verfassungsschutz. Nein, als Politiker sage ich erstmal, was ich für richtig empfinde. Und das müssen dann Behörden, das müssen Experten in den Behörden entscheiden. Dafür gibt es in einem Rechtsstaat geregelte Wege. Aber es kann doch niemand ernsthaft in Frage stellen, dass die AfD sich verfassungsfeindlich verhält. Da gibt es ganz klare Indizien für. Und wenn Sie sagen, niemand missbraucht das, was in Hanau passiert ist. Ich muss mir doch nur angucken, was in den ersten Stunden, als noch unklar war, was da genau passiert ist. Haben Sie es schon missbraucht? Was von Ihren Parteikollegen, da wurde es auf die Kanzlerin geschoben, da wurde die Flüchtlingspolitik angegriffen. Da ist sofort, sind die Muster der AfD, das gesellschaftliche Klima zu vergiften und eine solch furchtbare Tat zu missbrauchen, ist von der AfD an höchster Stelle aktiv betrieben worden und dafür sollten Sie sich schämen, was da gelaufen ist. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass alle Parteien eine klare Haltung einnehmen, dass man offenlegt, es gibt Verbindungen bis in die Bundestagsfraktion rein für die extreme Rechte. Die AfD ist für mich der politische Arm der extremen Rechten und da muss der Verfassungsschutz hinschauen. Das ist eine der Instrumente, die wir haben, um diese Partei zu bekämpfen, dass man sie rauswählt aus Landesparlamenten. Das ist das demokratische Mittel, aber es muss vieles passieren, um die Brandstifter an diesem Land wieder zurückzutreiben. Ich würde jetzt gerne Herrn Kellner und die Grünen noch mal in die Diskussion mit einbringen. Heute Abend hat Robert Habeck sinngemäß gesagt, die Grünen seien jetzt die Partei, die für Orientierung und Stabilität sorgen müssten, da im Moment, das sind jetzt meine Worte, die CDU oder die da keinen so klaren Kompass hat. Ist das jetzt die Rolle, die die Grünen für sich in Anspruch nehmen? Ja, wir als Grüne versuchen natürlich das, was wir jetzt in vielen Wahlen gezeigt haben, dass wir einen großen Schritt vorangemacht haben, dass wir an Stärke gewinnen für unsere Überzeugung, für unsere Themen, für echten Klimaschutz, für eine stärkere Europäische Union. Das ist in den letzten Tagen fast untergegangen, wie wenig die Große Koalition bereit ist, in den europäischen Zusammenhalt zu investieren. Uns auch, und da bin ich sehr dankbar für die Worte von Lars Klingbeil. Diese Frage, wie gehen wir mit Rechtsextremismus in dieser Gesellschaft um? Die AfD hat heute wieder von Ausländerhass gesprochen. Es sind aber keine Ausländer ermordet worden. Es sind Deutsche ermordet worden, deren Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern kamen, dieses Land hier mit aufgebaut haben. Und die müssen Angst und Sorge haben, weil sie aufgrund ihrer Geschichte, auf ihrer Migrationsgeschichte angegriffen werden. Das passiert in diesem Land. Und da sind wir als Parteien solidarisch. Und es ist auch wichtig, dass wir das sind. Und dann müssen wir darüber reden, was können wir tun, um Rechtsextremismus weiter zu bekämpfen. Und da gehören auch Punkte zu, dass wir sagen, ich möchte diesen einen Vorschlag nur gerne machen, wenn ich darf. Ich finde zum Beispiel, dass wir das Waffenrecht verschärfen müssen. Es gibt keinen Grund dafür, dass Munition zu Hause gelagert werden darf. Das soll dann, wenn, bitteschön, in den Sportstätten eingeschossen werden und nicht mit nach Hause genommen werden. Über solche Fragen müssen wir in unserer Gesellschaft reden, weil wir ein ernsthaftes Problem mit rechten Terror haben. Das haben wir doch dieses Jahr erschreckendermaßen wieder gesehen und nicht zum ersten Mal. Jetzt reden wir heute ja vor allem über die Hamburg-Wahl. Die Hamburg-Wahl ist mitbestimmt. Das haben wir ja auch gehört heute in unseren Wahlanalysen von Jörg Schönborn. Mitbestimmt von in der Tat dem klaren oder eben unklaren Kompass gegenüber der AfD. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, Frau Teuteberg, wenn im letzten ARD-Deutschland-Trend die Anhänger aller Parteien sagen, sie sind gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD, in diesem letzten Deutschland-Trend aber bei der FDP 62% sagen, das solle man von Fall zu Fall entscheiden und 13% der Meinung sind, man solle zusammenarbeiten. Wie erklären Sie sich das?
Wir schauen gar nicht auf Umfragen bei unserer Haltung, sondern wir haben unseren eigenen Kompass. Und der ist ganz klar, dass wir als eine Partei, die auf Freiheit und Würde jedes einzelnen Menschen setzt, ein größtmöglicher Gegensatz zur AfD sind. Das waren aber FDP-Mitglieder, die da befragt worden sind. Nein, Mitglieder ganz bestimmt nicht. Anhänger. Sie haben gerade, ja, das mag sein, aber wir schauen nicht auf Umfragen, auf Demoskopie bei der Frage, was ist unser politischer Kompass? Wir sind eine bürgerliche Partei, für die dazugehört, neben Inhalten, das hat was mit Privatsphäre und Privateigentum zu achten, auch was damit zu tun hat, dass Zynismus, dass Hetze und vor allem auch, dass das Verächtlichmachen von demokratischen Institutionen nichts Bürgerliches ist. Und dafür stehen wir. Und das ist unabhängig von irgendwelchen Meinungserhebungen ganz klar unser Kurs. Ja, und, aber in den Landesparlamenten von Hamburg und Berlin stimmt die FDP ab und an gemeinsam. Alle anderen nicht. Und Christian Lindner hat heute noch gesagt, ja, das werden wir korrigieren, nachdem wir in Thüringen erkannt haben, was da für ein Spiel gespielt wird. Das ist richtig, das ist dort zu korrigieren. Und gleichzeitig schauen Sie sich gern unser Verhalten im Bundestag an. Das ist völlig klar. Und da gibt es eine ganz klare Linie, dass wir mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Und insofern, das wissen die Bürgerinnen und Bürger auch. Und das haben wir noch mal ganz klar, auch nach dem, was in Thüringen geschehen ist, klar gemacht. Eine Lösung findet. Deshalb frage ich Sie noch mal, wenn Sie sagen, wir bleiben bei der Äquidistanz, um das so zu nennen. Was soll dann passieren? Ich möchte nur von Ihnen wissen, was soll dann passieren? Schnelle Neuwahlen oder was empfiehlt die Bundesspitze der CDU? Also ich habe das ja vom ersten Tag an gesagt, seit dem 5. Februar, ich halte am Ende Neuwahlen für die sauberste Lösung, dass die Menschen entscheiden können über den Landtag und dann wird es einen neuen Landtag geben und eine neue Entscheidung über die Mehrheiten auch für eine Regierung. Ja, Sie haben ja vorhin nochmal auf Robert Habeck mich angesprochen. Mir war nur wichtig, dass wir über die Frage von Hanau und den Folgen reden. Aber für uns Grüne ist doch klar, wir besinnen uns auf die eigenen Stärken. Und dass ich als Grüner mal sagen würde, ich habe das Gefühl, bei der Union herrscht Realitätsverweigerung. Das ist schon eine besondere Pointe in dieser Berliner Runde. Und ich meine, Sie können doch nicht ernsthaft Bodo Ramelow, einen Sozialdemokraten wie Lars Klingbeil als Ministerpräsidenten, ihn sich wünschen würde, gleichsetzen mit einer rechtsextremen AfD unter Bernd Höcke. Herr Kellner, ja, wer hat das getan? Das ist doch unbar, was Sie erzählen. Es setzt keiner Herrn Ramelow mit Herrn Höcke gleich. Das würde sich auch verbieten übrigens. Sie haben Herrn Höcke oder Sie haben mit Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt in Thüringen. Sie sind jetzt nicht bereit aus dem Schlamassel, was Sie und die Liberalen und ehrlich gesagt bei Herrn Lindner war wenig Kompass zu erkennen in den letzten Wochen und gerade nach der Reaktion dieses Schlamassel mit auszuräumen und damit zu tun, als wäre das, gleichrangig gerendert, diese wirklich Quatschthese von Hufeisen. Ich meine, es gibt in der Linken Leute, die Venezuela hochleben lassen und sonst wie, aber das sind Minderheiten in der Linken, während in der AfD an der Führungsspitze eine verfassungsfeindliche, rechtsextreme Truppe ist. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und wir werden nächstes Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt haben. Dort kann das Gleiche wieder passieren. Und ich komme auch aus Thüringen, deswegen trifft mich Thüringen auch sehr. Ja. Und ich kann mir nur wünschen, dass die CDU eine Klarheit findet in ihrem Kurs, weil sonst werden wir die gleiche Debatte, wie sie jetzt in Thüringen erleben, wieder in Sachsen-Anhalt erleben. Und da kann ich mir nur wünschen, dass wir die Stärke kommen und die Realität anerkennen in diesem Land und in Ostdeutschland. Ich würde jetzt gerne Herrn Baumann wieder in die Diskussion bringen und zwar zu Thüringen. Aber wie will die AfD jemandem erklären, dass sie nicht mit der Demokratie und ihren Instrumenten spielt, um Chaos zu schaffen, wenn sie einen Kandidaten aufstellt und dann nicht für ihn stimmt? Das wäre so, als ob sie zur Party einladen und dann gehen sie woanders hin. Wie wollen Sie das irgendjemandem erklären? In so einem Parlament kommen die Entscheidungen zustande unter der Geschäftsordnung, die gilt. Und die gilt. Und da stellt man Kandidaten auf und die Abgeordneten sind frei, wen sie wählen. Mhm. Das ist hier passiert. Hier ist ein Ministerpräsident gewählt worden von der FDP. Den konnte man wählen. Den haben CDU, den haben FDP gewählt, den haben wir gewählt. Beide haben geklatscht. Herr Kubicki von der FDP hat gratuliert. Das war alles ganz vernünftig. Aber ich frage ja, warum die AfD für ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat. Nicht gestimmt hat, den sie ja aufgestellt hat. Das ist ja das, was man niemandem erklären kann. Die Abgeordnete können sich doch überlegen, der ist jetzt zweimal nicht gewählt worden. Im dritten Wahlgang gehen wir jetzt doch dazu über und wählen den Kandidaten der bürgerlichen Mitte und wählen ihn von der FDP. Das ist passiert.
Es ist ja passiert, dass die FDP und die CDU da völlig klar waren, was sie gemacht haben. Das war denen doch völlig, die haben mit uns zusammengearbeitet. Und das ist überhaupt die Zukunftsfrage. Wie will die CDU sozusagen vorangehen? Sie kann auf Dauer nur noch bürgerliche Mehrheiten gewinnen. Wenn sie die zurückgewinnt, die mal bei ihr waren. Ich habe ja auch jahrzehntelang CDU gewählt, wie viele bei uns, andere haben SPD gewählt. Das wird sich entscheiden. Will die CDU sozusagen Richtung Linkspartei schwenken? Ja, was aber jetzt Herr wieder Baumann, mit Ihnen würde ich doch lieber über die AfD reden. Und da hat Stimmen aus Ihrer AfD, zum Beispiel Herr Kindervater, die haben gesagt, nach Thüringen, unser Plan ist aufgegangen. Ja, der Plan jetzt. Warum soll man den Plan denn nicht haben? Wir wählen Herrn Kemmerich. Ja, aber welchen Plan denn? Verendlichmachung. Wir wählen, also wenn die ihre sozusagen Möglichkeiten, die nach Geschäftsordnung da sind, wählen und sozusagen der Mann hinterher gewählt ist, ist keine Verächtlichmachung. Die Verächtlichmachung kam aus Berlin, als Frau Merkel, beziehungsweise aus Südafrika, als Frau Merkel sagte, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Das ist eine Verächtlichmachung des Parlaments und nicht die Wahl, die rechtmäßig zustande gekommen ist. Herr Blume, wir haben eben schon gesagt, dass die CDU und möglicherweise damit auch die Union als Ganzes im Moment ziemlich Chaostage aufführt. Und haben Sie Sorgen, dass das auch die CSU in den Strudel bringen könnte? Wie nervös sind Sie? Sie haben bald Kommunalwahlen in Bayern. Ich glaube, bei den Haltungsfragen, da darf man nicht auf Kurzfristiges schielen, sondern da muss die Grundposition stimmen. Lassen Sie mich einen Satz noch zu Thüringen sagen. Das ist ein unsägliches politisches Schmierentheater, was hier seit Wochen aufgeführt wird. Und ganz ehrlich, da kann sich auch die Linke nicht davon freimachen. Bodo Ramelow ist einmal in die Wahl gegangen, ohne zu wissen, wo seine Mehrheit herkommen soll. Ich verstehe übrigens auch am heutigen Abend nicht, wo beim nächsten Wahlgang seine Stimmen herkommen sollen. Denken Sie doch nicht ab, unter Sie haben was zu unter klären. Dem Strich, unter dem Strich Sie zeigt sich leider, was rauskommt, wenn in einem Parlament die Kräfte der Ränder den Ton angeben und zusammen eine parlamentarische Mehrheit haben. Aber Herr Blume, da muss ich an, weil Sie Thüringen ansprechen. Also wäre, Sie würden als Union, in dem Fall Sie als Vertreter der CSU, sagen, dann lassen wir möglicherweise die AfD nochmal auch für Herrn Ramelow stimmen, wenn er keine Mehrheit bekommt. Und dafür braucht er nur mal 4 Stimmen, sei es von der FDP, von der CDU. Und wir lassen dann quasi dieses Schauspiel nochmal aufführen. Ich glaube, Paul Ziemiak hat vorhin schon das Richtige gesagt. Eine solch verworrene Situation, die kannst du dann nur durch Neuwahlen auflösen. Das wäre dort der richtige Weg. Um Ihre Frage zu beantworten, Rückwirkungen für Bayern. Natürlich ist es im Moment alles kein Rückenwind insgesamt für die Union. Wie gesagt, deswegen haben wir ein gemeinsames Interesse, die Union wieder stark machen. Wir haben jetzt bei der Wahl in Hamburg gesehen, am Ende vor Ort dann entscheiden doch die örtlichen Themen. Und so wird es auch bei den bayerischen Kommunalwahlen sein am 15. März. Wir sind da sehr gut gestimmt, weil wir merken, dass unser Kurs in Bayern trägt. Der Zuspruch zu Markus Söder ist sehr stark zu unserer generellen Ausrichtung in Stadt wie in Land. Deswegen sehen wir da keine Rückwirkungen. Aber langfristig gesehen wollen wir natürlich, dass die Union wieder zu alter Stärke findet. Und jetzt müssen wir etwas unionslastig bleiben, denn der Zuspruch, den Sie jetzt für Herrn Söder beanspruchen, den hat eben die noch Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer eben nicht morgen. Deshalb nochmal an Sie, Herr Ziemiak, ist Präsidiums- und Vorstandssitzung. Da soll der Fahrplan ausgestimmt werden. Bestimmt man dann auch, wer am Führersitz sitzen soll und wie schnell das gehen muss, denn das kann man doch nicht mehr bis Ende des Jahres ziehen, wenn man sich den Zustand anguckt. Ja, also genauso werden wir es machen. Morgen Präsidium und dann Bundesvorstand. Dort werden wir den Fahrplan diskutieren und diesen Prozess führt, weil Sie fragen, wer sitzt da vorne bei diesem Prozess? Das ist die Vorsitzende. Sie hat ja auch Gespräche geführt mit einigen, die in Frage kommen oder die sich schon erklärt haben. Das wird sie weiterhin tun und dann haben wir einen klaren Fahrplan. Und dann Sonderparteitag haben wir noch Mai, Juni? Das werden wir morgen entsprechend im Bundesvorstand im Präsidium diskutieren. Was schlagen Sie vor? Und ich sage Ihnen, dass das werde ich morgen auch tun im Präsidium. Nicht, weil ich hier vor Ihnen Geheimnisse hätte, aber ich finde, es gebietet der Respekt, dass man zuerst in den Gremien darüber spricht und nicht vorher im Fernsehen. Und letzte kurz, Frau Merkel bleibt und kann bleiben bis Ende der Legislaturperiode? Sie ist gewählt vom Deutschen Bundestag und sie hat auch angekündigt, bis zum Ende der Legislaturperiode zu arbeiten. Gut, das ist mit Blick auf die Zeit auch schon das Schlusswort. Das war es nämlich von einer etwas ungewöhnlichen Landtagswahl, bei der Gewinner und Verlierer noch nicht hundertprozentig feststehen auf der Grundlage dieses komplizierten Hamburger Wahlrechts. Aber dass diese Wahl deutliche Signale in die Bundespolitik sendet, das hat man bei unserer Diskussion bereits erkannt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und alles Weitere gibt es jetzt in der Tagesschau.